Hallo Leute, willkommen bei Vom Hamsterrad zur Almwiese, einem LS19 Story Let's Play in den wunderschönen Alpen. Dies ist Teil 13. Ja, und jetzt möchte ich hier gerne noch diese Halle etwas umbauen, weil mich das doch irgendwie stört, so wie es jetzt ist. Ja, so im Verhältnis zu dem Silo passt die gut. Und sie, naja, schon zu dem Stall passt sie nicht mehr. Es sieht irgendwie aus, als würde es falsch stehen. Ja, obwohl es hervorragend funktioniert. Okay. Vielleicht sollte ich hier gleich mal mit dem Milchanhänger die erste Milch einladen. Wenn wir hier schon mal sind. Ja. Man wird ja schließlich automatisch gekühlt. Gut. So. Der kleine Ladewagen, auch ganz schön schmutzig. Der will auch mal einen Kercher von nahem sehen. Na, das können wir noch machen. So, sollte ich die alle so hinstellen, dass ich die dann bequem wieder ankoppeln kann? Vielleicht hier irgendwie so. Und dass sie nicht im Weg stehen. So. Stelle ich den einfach hier auf diese Fläche. Der kleine Hänger, den werde ich auch irgendwo unterbringen. So, ich hoffe ja, dass es dann durch den Umbau nicht schlimmer wird, als es jetzt ist. Aber das werde ich sehen. Und wenn es schlimmer ist, als es jetzt ist, dann baue ich es halt wieder um. Bis es mir gefällt. So. Ja, das meine ich. Dieses, wenn man hier durch den Hof geht, das ist ja hier ein Teil des Hofes, dass das, dass man praktisch die Rückseite und die Seite von diesem, dieser Halle sieht. Das stört mich irgendwie. So, das ist dies. Die sind ja auch nicht groß teuer. So. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das besser hinkriege. So. Da hinten. Und jetzt drehen. Also so ungefähr, dachte ich. Damit es offener ist, mit dem Gesicht zum Hof sozusagen. Also mit dem Gesicht der Halle, meine ich. Natürlich haben Hallen keine Gesichter. Aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Und jetzt ist die Frage, wie genau ich das platziere. Also so viel Platz brauche ich hinten schon zum Reinrangieren. Ich könnte es jetzt mehr nach links stellen.
Dann kann ich halt immer nur rechts rumfahren. Aber vielleicht ist das okay. Dann habe ich da eine breitere Durchfahrt. Die Alternative wäre hier, dann könnte ich auch links rum da reinfahren, aber dann wird mir das da zu eng. Ich denke mal, ich mache das so. Und hoffe, dass ich damit dann mehr zufrieden bin. So, wo wir schon dabei sind, kaufe ich jetzt noch mehrere Kärcher. Steht das einigermaßen? Ja, steht ganz gut. So. Ich stelle die gerne hier rein, weil dann sind sie schön platzsparend. Und hier kommt auch einer hin, damit man keine große Mühe hat mit dem Saubermachen, sondern immer, wenn man ein Fahrzeug untergestellt hat, dass man dann das gleich sauber machen kann vor Ort. Erfahrungsgemäß macht man es dann häufiger. So, jetzt ist hier die Frage, links oder rechts? Und da reicht es für beide, wenn ich es hier dazwischen wäre, natürlich fein. Ich stelle mal einen hier hin und hoffe, dass das für die ganze Anlage reicht. Den kann man doch hier wunderbar dazwischen stellen. Prima. Ja. Dann können wir gleich mal anfangen mit der neuen Sämaschine. Ist das hier schön? Und die frische Bergluft, die jetzt natürlich ein wenig vollgequalmt wird. So, also vom ersten Gefühl her würde ich sagen, es ist besser so. Es gibt mehr so ein Hoffeeling. Vielleicht kann ich auf Dauer auch unten beim Feld die Sachen unterstellen, die ich ausschließlich für die Feldbearbeitung brauche. Zum Beispiel hier die Sämaschine und den Mähdrescher. Dann wird natürlich ein Teil von der Wiese dabei draufgehen. Aber dann besorge ich mir halt noch mehr Wiesen. Für 200 Kühe brauche ich bestimmt jede Menge Wiesengrundstück und Felder. So, jetzt wird der auch gleich schön sauber gemacht. Ach, den finde ich so schnuckelig. So. So, da muss ich auch erstmal so richtig rausfinden, welche Arbeiten ich am besten mit welchem Trecker mache. Aber hier, der ist ganz gut so für diverse Allzweckarbeiten. Und alles, was dann wirklich schwer ist, mache ich dann mit dem neuen Trecker. Auf den freue ich mich schon.
Das will ich dann auch wirklich in Ruhe zelebrieren, wenn ich mir den morgen kaufe. Da freue ich mich auch schon. Ich dann mit Großgerät über die Wiesen donner. Das ist so das genaue Gegenteil von dem, wie man sich das hier vorstellt. Mit Kleingerät, so tucker tucker, elektromäßig möglichst. Und ich mit dem großen Fendt und den Riesengerätschaften. Aber dann kriege ich einfach mehr erledigt. Und Arbeitskräfte sind ja schließlich auch teuer. Ah, hier ist noch ein Kandidat für unseren Kercher. Natürlich heuer ich hier auch gerne Arbeitskräfte an. Das fördert dann ja auch die Umgebung und so. Ja, aber wenn ich einen Teil selber machen kann, weil ich einfach tolle Gerätschaften habe, dann ist mir das schon recht. So. Und wenn ich da mal eine Wiese habe, die allzu steil ist für mein großes Equipment, dann habe ich hier ja noch den niedlichen kleinen Pöttinger. So. Gut. Was haben wir noch? Den Wassertank. Ich denke mal, neben dem Ladewagen lasse ich mal Platz für den großen Ladewagen. Ja, fürs Erste reicht das, denke ich. So reinstellmäßig. Gefällt mir deutlich besser so. Könnt ihr mir ja auch mal schreiben, wie euch das so gefällt, ob ihr das auch für eine Verbesserung haltet. So, ist natürlich nicht die romantische alte Scheune, ganz klar, sondern ein schlichter Holzunterstand, aber ziemlich praktisch, finde ich. Ja, und ich denke mal, wenn ich jetzt schon hier die Milch eingeladen habe, könnte ich einfach auch mal eine erste Verkaufsaktion machen. Das wäre dann auch das erste Geld, was ich hier verdiene. Nee, das stimmt gar nicht. Hab ich Weizen verkauft? Nee. Ich glaube, ich habe den Weizen habe ich nicht verkauft. Den habe ich in das Silo gepackt. Ja. Genau. Um einfach abzuwarten, bis ich genug habe, dass sich so eine Zugfahrt lohnt. Ja. Das heißt, das wird jetzt das erste hier auf dem Hof verdiente Geld. Na, eigentlich könnte ich hier hinten rausfahren. Das ist ja näher. Und ich habe die Wahl zwischen Schokoladenfabrik und Käsefabrik. Ich könnte ja mal gucken, was die jeweils zahlen. Denn sollte ich vielleicht nicht vom Was ist schöner abhängig machen.
sondern wenn schon, denn schon. Also, die Käserei Erlengrad zahlt aktuell deutlich mehr. Ja, und Liechti Chocolatier zahlt am wenigsten. Also fahren wir zur Käserei. So, bei dem ganzen Ausgeben wird's ja auch mal Zeit, dass ich auch mal was einnehme. Okay, die wiegen hier alle ab. Ja, dann könnten sie aber auch blinken. Und von da kommt keiner. Also gut. Ja, und mittelfristig sollte ich mich wirklich mal schlau machen, wie das mit dem Käsemachen funktioniert. Und erstmal in meiner neu zu bauenden Küche ausprobieren. Und dann mache ich eine eigene Käserei. Eine kleine Hofkäserei. Mit der verdiene ich dann natürlich deutlich mehr, als wenn ich die Milch hier verkaufe. So. So. Hier kann ich also verkaufen. Gut, ein kleines Erinnerungsbild und dann... Das wird jetzt natürlich kein Vermögen, aber es ist mal so ein kleiner Anerkennungspreis. 7600, gut, das ist ganz nett. Das entschädigt sozusagen für den Umbau der Halle. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal diese Käserei an. Oh, hier hat auch schöne Fenster. Gucken wir mal anschließend, ob wir in die Kirche rein können, um die Fenster zu bewundern. Aber jetzt bewundern wir hier erstmal die Käsereiproduktion. Ah, hier ist das Angebot. Ja, wir haben hier schon einiges an Käsesorten. Da werde ich natürlich erstmal weniger haben, dafür ist es dann der besonders leckere Hofkäse. Ja, hier haben sie ihre Bottiche. Ja. Scheint alles relativ automatisiert zu laufen. Das ist gut. Am Anfang werde ich das natürlich nicht automatisiert haben, weil ich ja in der Küche rumprobiere und rühre und so. Aber später wäre mir das schon auch ganz recht, wenn ich da dann entsprechende Maschinen habe. Dann liefere ich da täglich meine Milch ab und die machen mir dann da halbautomatischen Käse draus. So stelle ich mir das vor. Ah. Interessante religiöse Symbole. Ja, die haben hier wohl dauerhaft Erntedankfest. Das ist gut. Sehr schön. So, wo ist der Eingang? Eigentlich wäre der da vorne gewesen. Aber da habe ich jetzt keinen gesehen. Tja. Naja, manche Kirchen haben den Eingang ja auch auf der Seite und nicht vorne. Ne? Und hier kriegt man wohl Wasser. Ne? Lauter Obst. Da auch. Hier ist ein kleines Türchen. Das ist bestimmt nicht der offizielle Eingang. Nee, da öffnet sich gar nichts.
da kommen wir dem Eingang schon näher. So, bin ich mal gespannt, ob das eine der offenen Kirchen ist. Nee, schade. Das ist wohl eine der geschlossenen Kirchen. Und da auch wieder Obst. Ja, sehr gut. Okay, ich will noch Möbel aufbauen. Ja, das wird heute wahrscheinlich nicht viel mit rumlungern im Hotel, sondern da werde ich dann müde ins Bett fallen, aber vielleicht schon ins selbst aufgebaute. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich werde mich natürlich heute nicht mehr vollständig einrichten, aber irgendwie so, ja, kleines Küchenschränkchen. Einen Kocher habe ich mir auch gekauft, bis der Herd mal kommt und vom Fachmann angeschlossen wird. Und so einen Kocher kann man immer gebrauchen. Und ein Bett habe ich mitgebracht und dergleichen. So. Mal gucken. Wenn ich fleißig bin, kann ich das erste Mal schon in meinem neuen Haus schlafen. Das wäre doch toll. Ja, die sind hier schon sehr umsichtig, die Autofahrer. Oh, jetzt werde ich hier aber auch etwas langsamer. Okay, dann stelle ich den Milchtank auch mal hier ab. So. Der Trecker passt noch hier rein. So, momentan kriege ich die meisten Sachen hier noch untergestellt. Aber ich bin sicher, dass das auf Dauer nicht reicht. Naja. Da werde ich schon irgendwie Lösungen finden. Ich mache hier nochmal sauber bei den Kühen und dann widme ich mich dem Möbelaufbau. So. Ich habe übrigens schöne blaue Polster gekriegt. Und blaue Bettwäsche. So. Wunderbar. An die Arbeit. Ja, und euch wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.